Jungs, wieso liegen da fünf Spieler im Tor? Ja, eine berechtigte Frage, die sich der Trainer der Hertha aus Zehlendorf darstellt. Eine von vielen Fragen, die unbeantwortet blieben an diesem herrlichen Samstag auf der Dolge. Doch dazu später mehr im Verlauf dieser Sendung. Steffen vom Bauunion hat eingeladen zur Leistungskontrolle und neben unserer F1 der Askanier, den schon erwähnten Herthanern aus Zehlendorf, kamen auch die Jungs vom VSG Altklinike. Ein Blitzturnier der ganz feinen Art. Gespielt wurden 15 Minuten auf zwei Plätzen, was bei vier Mannschaften bedeutet. Die Jungs spielen 90 Minuten ununterbrochen Fußball. Aber das Allerwichtigste bei Outdoor-Turnieren, endlich können die Erwachsenen wieder mitspielen. So eine Wintersaison in der Halle ist nicht nur für die Kinder frustrierend, auch die Eltern leiden enorm. Nun denn, kommen wir zum ersten Spiel. Vorneweg jedoch noch kurz, so schön es auch ist, auf zwei Plätzen zu spielen, bei nur einem Kameramann ist es nicht ganz so einfach, beide Spiele gleichzeitig zu filmen. Und da der Kameramann aus irgendeinem Grund Fan von Askania ist, werden in dieser Zusammenfassung auch nur die Spiele von Askania gezeigt. Aber wer weiß, vielleicht lässt der Verein irgendwann mal noch das Geld für einen zweiten Kameramann springen. So, hier nun also das erste Spiel unserer Askania gleich gegen den Favoriten der Bauunion. Obwohl wir bisher noch nie gegen Bauunion gewinnen konnten, die beiden Spiele heute bzw. Samstag waren enorm spannend und keiner konnte das Ergebnis vorhersehen, weil beide Mannschaften auf Augenhöhe agierten. Und so war es dann auch unsere Askania, die nach einer herrlichen Spieleröffnung von Friedrich, einem kurzen Pass durchs Mittelfeld, auf Arvid mit 1:0 in Führung ging. Irgendwas scheinen die Bauunioner da im toten Winkel der Eckfalle versteckt zu haben, das Arvid zu Fall bringen. Sei es drum, kurzzeitig war die Askania nun aus dem Konzept und schon steht es 1:1. Es entwickelte sich in den 15 Minuten eine schöne Partie, in der beide Mannschaften tolle Kombinationen herausspielten und immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor erschienen. Nachsetzen! Schön gemacht! Komm, sehr gut! Weiter! Komm weiter! Ohne rein, Pascal, ist deiner! Habet umdrehen! Und der nächste Angriff der Bauunioner. Doch hier ließ Friedrich the Wall kurz mal sein Können aufblitzen. Noch knapp zwei Minuten zu spielen und wieder sind die Bauunioner gefährlich vor unserem Tor. Hier fast ein Eigentor. Die Situation scheint eigentlich geklärt, doch dann fällt doch noch unglücklich das 2:1 für die Bauunioner. Nochmal ein schöner Pass von Marc auf Philly. Der nimmt im Vorbeigehen zwei Bauunioner aus, zieht aufs Tor und verzieht dann leider knapp. Tja, das war es dann leider auch. Es hat wieder mal nicht gereicht gegen die Bauunioner. Wir gehen sofort weiter gegen die Mannschaft vom VSG Altklinike. Jawohl, nach schöner Balleroberung von Philly mit Pass auf Avi, der wiederum auf den freistehenden Christian und der braucht nur noch zum 1:0 nach zwei Minuten einzuschieben. Und weiter geht's. Altklinik beim Anstoß und eigentlich macht Christian hier irgendwie gar nichts, außer den Ball zum 2:0 einzuschieben. Was passiert, wenn man mit hoher Geschwindigkeit und direkt im Zug aufs Tor geht, zeigt der Stürmer von Altklinike in eindrucksvoller Weise, indem er zum 1:2 Anschlusstreffer vollendet. Ein wirklich sehr schönes Tor. So, kommen wir mal zu einem ernsten Thema. Den Frauen das Abseits zu erklären, war schon sehr schwer. Aber dem Kameramann das Spiel über die Mittellinie zu erklären, ist schier unmöglich. Gibt's doch aus der Hand nicht! Wenn der Ball liegt, ist doch keine Mittellinie. Das war doch vom Fuß geschossen. Und er war doch nicht immer aus. Aber der war doch nicht aus. Ach, Kameramann, du hast wirklich keine Ahnung. Erstens ist die Mittellinienregel keine richtige Regel, sondern eher so eine Erfindung der Trainer, um die Eltern zu ärgern. Und zweitens war der Ball vor dem Abschlag im Aus. Dementsprechend zählte der Treffer natürlich nicht. Also weiter im Spiel mit einem schönen Abwurf von Emil auf Christian. Der passt auf Philly. Philly wieder zurück auf Christian und es steht 3:1. Das ist aber jetzt 3.
den Schlusspunkt unter eine doch wirklich abwechslungsreiche Partie setzt Friedrich hier mit einem herrlichen Solo durchs gesamte Mittelfeld mit dem Auge für Pascal. Und der braucht bloß noch zum 4:1 einzuschieben. So, kommen wir zur dritten Partie der Hinrunde gegen die siebte F-Mannschaft der Hertha 03 aus Zehlendorf. Und die legten gleich los wie die Feuerwehr. Nach nicht mal anderthalb Minuten stand es schon 0:1 aus Sicht von Askania. Das irritiert natürlich auch die Trainer, aber einen guten Trainer zeichnet aus, dass er sofort die richtigen Entscheidungen trifft und es auch den Jungs ordentlich kommuniziert. Habt ihr es gehört? Jungs, ihr müsst einfach vorne Tore schießen. Ja, das ist es. Da kann der Tobi nichts für. Zum Tor. So schnell kann es gehen. Davon gänzlich unbeeindruckt die Hertha beim Freistoß von der Mittellinie und Askania liegt wieder hinten. Nein, erzähl! Kommen wir zu der Szene des Turniers, die leider so spannend war, dass der Kameramann vergessen hat, die Kamera aufs Ziel zu richten. Hey Jungs, wieso liegen da fünf Spieler im Tor? Hey, der war doch! Der war doch! Und plötzlich war der Ball drin. Oder nicht. Die Jungs von Askania sagen, er war drin. Die Jungs von Hertha sagen, der war nicht drin. Aber egal, wie man es dreht und wendet, wir werden erstens keine Antwort auf die Frage bekommen, warum fünf Spieler der Hertha im Strafraum auf dem Boden lagen. Und zweitens auch keine Antwort auf die Frage, ob der Ball drin war oder nicht. Was aber sicher ist, Christian hat für Einwurf entschieden und damit zählte das Tor nicht. Es steht also immer noch 2:1 für die Hertha aus Zehlendorf. Philly hier beim Freistoß direkt vors Tor. Der Kameramann immer noch aufgeregt, verpasst hier beinahe den 2:2 Ausgleichstreffer. 2:2. Und damit ging die Partie dann auch leistungsgerecht mit einem Unentschieden zu Ende. Nach einer kurzen Pause von 15 Minuten ging es zur Rückrunde, also wieder das erste Spiel unserer Askania gegen die SV Bauunion. Ein Spiel, bei dem die Bauunioner etwas höhere Spielanteile hatten, aber es insgesamt trotzdem nur 5 Schüsse aufs Tor gab. Den ersten hier gerade von Philly, der leider ein bisschen daneben ging. Der zweite Torschuss hier von einem Bauunioner, der leider ins Tor ging. Der dritte Torschuss dann nochmal von den Bauunionern hier, unglücklich gestört von Eddie. Und es steht 2:0. Der vierte Torschuss dann wieder von unserer Askania, in diesem Falle von Christian. Der ging leider auch wieder daneben. Der letzte Torschuss dann wieder von den Bauunionern und auch der sitzt leider und somit hat unsere Askania beide Spiele unglücklich gegen Bauunion verloren. Mit der Wut der Niederlage im Bauch ging es dann gleich weiter wieder gegen VSG Altlinike und es dauerte keine 15 Sekunden, einem herrlichen Dribbling von Philly und es steht 1:0. Und so ging es auch weiter. Philly hier auf der rechten Seite schön durchgesetzt, passt zu Abi. Der sieht den freistehenden Tobi, der wieder den Hammer auspackt, aber leicht in Rückenlage gerät und darum nach oben verzieht. Nächste Szene, keine 30 Sekunden später. Einwurf von Emilia. Philly diesmal auf der linken Seite, setzt sich wieder durch und schließt diesmal alleine ab zum 2:0. Altklinike kam in dieser Partie gar nicht so recht zum Zug. Hier wird einer der seltenen Entlastungsangriffe abgefangen von Arvid. Der passt direkt auf Tobi, der wiederum den freistehenden Fitte diesmal wieder rechts sieht und der braucht nur zum 3:0 einzuschieben. Habt ihr gesehen, ja? Wenn er mal läuft, dann klappt das aus. Immer Tor. Voll Tobi, gut gesehen. Direkter Freistoß vor dem Tor von Altklinike. Philly oder Tobi? Tobi läuft an, aber die Altkliniker sind auf der Hut. Zehnte Minute, Arvid kämpft sich hier durchs Mittelfeld, passt auf den freistehenden Christian und der vollendet zum 4:0. Und noch kein Ende in Sicht, Emilia hier auf Christian und mit etwas Glück steht es 5:0. Den Schlusspunkt auf eine aus Askania-Sicht schöne Partie setzt Arvid mit einem
Schuss aus der Distanz zum Endstand von 6:0. Schön, Eddie. Also kommen wir zur letzten Partie, wieder gegen die Mannschaft von Hertha Zehlendorf. Zur Erinnerung, das Hinspiel ging 2:2 aus. Und diesmal wollten unsere Jungs von Askania nichts anbrennen lassen. Einwurf von der linken Seite, hier von Pascal auf Philly, der mit einem wunderschönen Heber zum 1:0 abschließt. Christian ist. Jawoll! Ja, das war doch mal ein schöner Treffer nach einer herrlich freigespielten Kombination aus dem Mittelfeld. Wieder Einwurf auf der linken Seite, diesmal von Emil, wieder auf Philly. Der sieht den freistehenden Edgar und der vollendet zum 3:0. Der Edgar. Keine Ahnung, warum der Kameramann sich hier so überschwänglich freut. Sei es wie es sei, zum Schluss noch einen kleinen Leckerbissen von unserem Manuel Neuer Ersatz Friedrich. So eröffnet man gekonnt ein Spiel. Jawohl! Aber auch der Torwart von Hertha Zehlendorf zeigt, dass er zu Recht in seinem Kasten steht. So, damit neigt sich das Turnier dem Ende. Vier wirklich starke Mannschaften haben sich 90 Minuten lang in 6 Partien nichts geschenkt und gezeigt, warum sie zu Recht oben in der Landesliga der F-Jugend mitmischen. Einen besonderen Dank hier an Steffen. Nebenbei möchte ich erwähnen, dass eine Stunde vor diesem Turnier er mit seiner F-Mannschaft noch ein reguläres Punktspiel absolvierte. Schöne Runde. Dem schließe ich mich an und was sonst immer ein bisschen zu kurz kommt, nämlich die Schlachtenrufe der Kinder, das werden wir heute mal in voller Länge ausspielen. Mannschaftsgruß, macht weiter so. Toller Fußball, ja? Wir sehen uns gerne wieder, okay? Gib mir eine 0, 0, gib mir eine 3, 3, Hertha 0, 3! Warte, mach, ich muss. Jeder kriegt eine Schelle. Und jeder sogar zwei, das könnte reichen. Parteien? Was? Das nimmt denn euch, das heißt euch. Wieso das? Am besten, du nimmst sie erstmal an dich, bevor sie gleich hier rumkriegen. Aber die anderen, die auch. Alles gut. Die nächste Truppe, VSG Altlinike. Bastian, Jungs, wir sehen uns nicht das letzte Mal und wir uns gleich mal, wie gibt's dir? Alles gut, dann kommt gut nach Hause. Schöne Ferien, okay? V, V, gib mir ein S, S, gib mir ein G, G. Was bedeutet das? Danke auch an die Mannschaft von. Ich habe keine Kippen. Ups. Ja, Mann. Toll. Tobi, hau jetzt aber mal richtig laut aus. Nicht so laut wie vorher. Jungs, tolle enge Spiele, schöner Fußball, weitermachen. Bis zum nächsten Mal, okay? Ich denke mal, hier besteht kein Zweifel mehr. Aus Tobi wird irgendwann mal der Taktgeber der Schlachtgesänge der Ultras von Union Berlin. So, kommen wir zum Schluss, zum Schlachtenruf der Bauunioner. Und verflixt nochmal, die Melodie erinnert mich verdammt stark aus irgendeinem Techno-Hit der 90er Jahre. Aber ich komme nicht drauf. Ein Königreich für den, der mir sagen kann, was das für ein Hit damals war. Tja, kam da nun Wasser raus oder nicht?